Alle Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen nach Ewigkeiten mal wieder zurück zu einem Video. Ja, ich weiß. Es ist ewig her, ich hatte irgendwie nicht die Motivation, irgendwas aufzunehmen. Und ich habe noch 4 Parts von Terraria, aber ich hatte keinen Bock, die hochzuladen. Ich weiß auch nicht. Ich hatte auch kein Spiel, was ich wirklich aufnehmen wollte. Ich wollte nichts machen irgendwie. Ich hatte ganz viele Videoideen, aber ich habe keine umgesetzt. Und ich habe auch noch einen Vlog, den ich noch nicht fertig geschnitten habe und den ich noch veröffentlichen muss und schneiden muss halt. Aber ja, ich bin jetzt wieder da, hoffentlich aktiv, mal wieder. Und wir spielen Life is Strange. Ich habe null Plan von diesem Spiel, wirklich null Plan. Ich habe das Spiel weder irgendwo gesehen, noch mir irgendwas dazu mal woanders angeguckt, keine Ahnung, noch schon mal gespielt. Ich habe nichts von diesem Spiel. Ich weiß nur, es ist irgendwie ziemlich emotional, ziemlich atmosphärisch und soll übel gute Rezensionen bekommen haben. Und ich dachte mir so, okay, ich hol's mir und wir spielen es mal. Und ja, es wird wieder Terraria kommen, die restlichen 4 Parts noch. Und sonst erstmal nur Life is Strange. Und vielleicht werde ich demnächst mal anfangen, meinen Speicherstand von Zelda wieder herzuholen. Voll gegen das Mikrofon gekommen. Und ja, ich guck mal, wie das... Ich hoffe, der Sound ist so okay, wie er ist. Es ist lange her. Es ist sehr lange her. Und ich hatte mein Mikrofon lange nicht mehr so positioniert, wie ich es jetzt habe. Und die Einstellungen auch alle ein bisschen anders. Und ja... Wir starten jetzt aber endlich mal mit dem Spiel. Und ihr seht schon, ich habe eine neue Kameraeinstellung und schwarz-weiß und kein Greenscreen und ja. Ich denke mal, so werde ich es jetzt auch erstmal lassen. Meine Haare fucken mich gerade ein bisschen ab. Ist okay. So, Spiel spielen Speicherstand 3. Gucken wir erstmal auf die Einstellungen. Ich habe ja noch gar nichts eingestellt. Detailmodus. Natürlich sehr hoch, bitte. V-Sync lassen wir mal aus. Und den Rest lassen wir so. Ja. Bildschirmgröße. Wollte ich eigentlich ganz hoch haben, bitte. So. Ist die jetzt ganz Maximum? Ja. Scheint so. Okay. Ah, die Musik soll noch so sein. Machen wir auch mal so. Passt hoffentlich. Sprache und Untertitel. Wieder auf Deutsch. Untertitel lassen wir mal an. Größe der Untertitel lassen wir mal auf Normal. So. Okay, nein. Okay, ich glaube, dann starten wir mal ein neues Spiel, Leute. Ich bin gespannt. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Alles klar. Wie gesagt, ich hoffe, das funktioniert mit dem Sound so. Man sieht mich gerade kaum. Habe ich nicht auf Deutsch gestellt? Oder gibt es nicht? Okay. Storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Okay. Wo sind wir hier? Alles klar, kann ich sprinten? Ja, ganz leicht, so ein bisschen. Und das Spiel ist übel laut, Alter. Ich muss gleich mal zumindest auf meinem Ohr ein bisschen leise drehen. Bisschen leiser. Moment. So, und gibt's keine Sprachen unterschiedlich? Deutsche Sprache. Ja. Okay. Dann lassen wir es so. Oh, Mann. Irgendwie sitze ich nicht richtig. Alles klar. Ich wollte es leise drehen.
Okay. Was ist das? Ich hoffe, ich habe gerade nicht übersteuert. Heilige Mutter. Jo, alles klar. Da müssen wir rein in den Leuchtturm, alles klar. Wir versuchen es einfach mal. Holy shit. Ja. Oh fuck. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. Alles klar. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that so? Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Jeder von euch könnte das mit mir machen. Ist das nicht einfach? Nicht zu einfach? Too easy? Too obvious? So. What if Arbus chose to capture people with the I haven't kept up with my journal as much as I should. She had a brilliant eye. If anybody else looked at this, what would they think? Oh Gott! Okay, das ist viel, Leute. Das ist ziemlich viel. Okay. 10. Juli 2013. Ich wurde an der Blackwell Akademie angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave. Obwohl ich noch nie auf einem war. Wen kümmert's? Ich kann die Blackwell Akademie. Ach, an die Blackwell Akademie, okay. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde. Immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt. Aber als ich diese Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde Verzeihung, danke fürs Spielen drinstehen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte wohl den letzten Moment seliger Unwissenheit auskosten. Da sah ich das erste Wort, Gratulation, und schrie. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind so komisch, aber sie sind glücklich und müssen mich finanziell im Blackwell nicht unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten und, wenn ich es richtig anstelle, einen neuen Laptop. Oh, und ich muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Akademie. Alles klar. 18. August 2013. Kann ich hier eigentlich? Oh. Alles klar. Okay. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nah an ihrem Zuhause. Ich auch, irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus, in einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und noch Freunde und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für mich gemacht. Wann immer wir Pirat spielten, war Seattle diese ferne, sagenumwobene Insel voller Schätze und Abenteuer, nach denen wir suchten. Mit Coffeeshops. I love Seattle. Aber Seattle war kein Märchen, ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren. Ein Traum. Die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in der Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern oder Jungs. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Arcadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteuer heraus, nach der ich gesucht habe. Okay. 25. August 2013. Oh Mann, dass wir das jetzt alles lesen müssen, Leute. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich backen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Och, nett von denen. Allerdings hat Mama beim Backen meiner Shirts geweint.
Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen. Und im Second-Hand-Laden eine komplett neue Garderobe fürs neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Oder mit einem süßen Austauschschüler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun, außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen. Das macht mir Angst, aber ich bin auch aufgeregt und dann ist mir nicht mehr nach Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. Okay. 2. September 2013, 0 Uhr 7. Geh mal schlafen, Mensch. Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer, vor dem ersten Schultag in Blackwell. Ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten im ganzen Zimmer, das klein, aber mein ist, verteilt. Ich will hier nie weg. Ich will dekorieren. Ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's? Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde im Seattle gefunden habe. Aber jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. 3. September 2013. Blackwell ist scheiße. Wow. Ich hatte vor, nicht so früh rumzuheulen, aber verdammt, der Tag begann wie Weihnachten. Kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich dussel, wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag. Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah, als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Okay, das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Ach, wehe, Max. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist heute noch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Es gibt noch mehr zu erzählen, doch ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. 4. September. Hab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße. Gebt uns doch einen Tag zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham. Und er ist ein echter Geek. Düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, aber weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir bekannt waren. Unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein. Oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Ich muss mal eben was trinken, ey. Das ist ja unglaublich. Ah, und ich merke gerade, die Cam ist nicht ganz richtig angepasst. Ach, das mal im nächsten Part. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. Dieses eine Fach ist die ganzen sozialen Störungen wert. Ich kann langsam nicht mehr lesen. 15. September. Was? Vom 4. auf den 15. Alles klar. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon, der noch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert. Also tut Nathan, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden, aber er und Victoria gehören zu diesem doofen elitären Vortex-Club, der tolle Feten schmeißt, also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh.
Sie wohnt auch hier und ist in einem meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Miststücke wie Victoria. Die glauben, dein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. Oh, ich hoffe, das geht alles mit dem Sound. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal aufzunehmen, ey. 23. September. Der Part geht auch nur übers Lesen, ey. Heieiei. Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem Faulenzen Bilder zu schießen. Apropos Bilder. Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Tages teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen. Natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben. 30. September. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten, als ob es mich jucken würde oder ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren. Oder Warren. Ach, Warren, okay. Wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an. Anders als einige andere hier, aber ich versuche mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? Eieieiei, letzte Seite zum Glück. 1. Oktober. Oktober, mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß, dank globaler Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir The October Country von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast einen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in Kleinstädten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex Club mit dem Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab. Du bist so witzig, Max. Irgendwie fühle ich mich doof, wenn hier Max steht und Maxi und so. Ne, macht Sinn. Das ist Mann. Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen, du hast alle Zeit der Welt. Ja, okay. Was haben wir hier? Ach, Max! Oh, lol. Wow, bin ich... Main, Alter. Mein Name ist Max. Max Caulfield. Und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografin werden wollte. Ich habe die Welt immer durch mein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber aus sicherer Entfernung. Ich fühlte mich schon immer mehr zu alten Analogkameras hingezogen als zu digitaler Technik. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber das Instant-Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verschwotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft. Wie? Was? Eine tolle Gesellschaft, wie? Und jetzt bin ich in die Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe, meine auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich 5 Jahre nicht meldete, zurück. Und es ist komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18 und offiziell erwachsen, fühle mich aber selten weise oder reif. Ich bin bereit, ein ganz neues Leben mit der Retro-Kamera an meiner Seite zu beginnen. Bitte lächeln. Alles klar, okay. Jefferson, okay, wir machen das jetzt einfach alles, Leute. Das ist der Informationspart oder so, keine Ahnung. Mark Jefferson ist nicht nur einer der weltbesten Fotografen, sondern auch mein Lehrer und einer der Gründe, warum ich hierher wollte. Wie oft wird man schon von seiner Inspiration betreut? Ich mochte seinen Art Deco. Und Goth-Stil schon immer. Und seine Arbeit in der Werbung ist so vielseitig. Jefferson kann aber auch herablassend sein. Er ist recht cool für sein Alter, aber auch distanziert und manchmal überheblich. Er lächelt so selbstgefällig, wenn er glaubt, recht zu haben. Ich glaube, er will uns darauf vorbereiten, wie hart es ist, Vollzeit-Künstler zu sein.
Er scheint meine Arbeit und Obsession mit Analogbildern zu verstehen. Er bewirkt, dass ich ein Foto für diesen Helden des Alltagswettbewerbs einreiche, aber bis jetzt konnte ich es verhindern. Der Gewinner fliegt nach San Francisco, um Black Will zu repräsentieren und national bekannt zu werden. Es wäre toll, wenn meine Arbeit gut genug ist. Und es ist eine Ehre, dass Jefferson mich zur Teilnahme drängt. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob ich Kate Marsh im letzten Monat je lächeln oder lachen gesehen habe. Sie ist wirklich lieb und nett, obwohl die anderen sich über ihre Abstinenzkampagne lustig machen. Sie benehmen sich unreif, aber alle in Blackwell sind in der Oberstufe. Sie muss eine Menge einstecken, sie hat mit vielen religiösen Gruppen zu tun, hält mir aber keine Predigten, also ist's mir egal. Sie war die letzten Wochen über extrem still und introvertiert. Sie sieht aus wie ein Zombie. Ich würde gerne helfen, aber kann aber kaum mir selbst helfen. Ich frage mich, ob das ganze Mobbing sie zermürbt hat. Das kann ich verstehen. Ich muss versuchen, mehr mit ihr zu reden und sie vielleicht zu einem Tee oder Film einzuladen. True Love waits. Obwohl sie erwachsen ist, darf sie bestimmt keine Filme gucken, die mit FSK 18 bewertet wurden. Okay. Victoria Chase, Elite der Blackwell Academy, ist ein fieses Miststück. Ich sag das nicht gern, aber warum muss jemand, der so hübsch und reich ist, so unglaublich gemein sein? 18-Jährige an einer angesehenen Schule sollten zu Künstlern und Gelehrten werden, nicht Reality-TV-Kandidaten. Victoria muss überall Drama inszenieren. Sie verschwendet ihre Zeit tatsächlich damit, mich im Unterricht blöd anzumachen und Kate zu verhöhnen. Im Ernst, wenn ihre Eltern sie nur so sehen könnten, dass... Bankkonto wäre schnell eingefroren. Allerdings ist sie im Vortex Club und der scheint die Schule zu besitzen. Vielleicht ist es ihr deshalb scheißegal. Komisch ist nur, sie kennt sich mit Kunst und Fotografie aus. Sie kann selbst die Namen aussprechen, die meine Zunge verknoten. Ihre Arbeit ist etwas kühl, aber sie hat ein gutes Auge. Sie hat auch ein Auge auf Jefferson geworfen. Es ist so offensichtlich, dass es echt peinlich ist. Fehlt nur noch, dass sie auf seinem Schoß sitzt. Er bleibt kühl. Man sieht, dass sie versucht, den Helden des Alltagswettbewerbs zu gewinnen. Es macht sie bestimmt irre, dass sie ihn weder kaufen noch verführen kann. Ha! Okay. Jetzt habe ich hier Episode 1, ja. Ja, okay. Das sind die ganzen Episoden. Was ist das? Das ist das Bild. Sind das meine Saves? Oder was ist das? Das sind SMS-e. Warren. Einen Kaffee und ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte, sieh dir auf jeden Fall da muss ich mir das jetzt vorlesen? Durchlesen? Komm, wir lesen den restlichen Part noch alles durch. Okay. Necromantic auf einem Stick an. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir das in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. Okay. Ich bitte wieder zurück. Achso. Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 bei uns bist. 18 Jahre bei uns bist. Achso. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut. Ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Die trinken doch Tee. Okay, cool. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du wirst jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus. Okay. Würde ich machen, wenn ich wüsste, wo. Prolog. Das war nur der Prolog. Okay. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal hier den Part. Eieiei, ey. Ich passe die Kamera für den nächsten Part an und ich hoffe, ich überprüfe gleich mal den Sound, ob das so ging. Und ich weiß, es war jetzt einfach nur so ein ziemlich langweiliger Part wahrscheinlich, dadurch, dass wir nur Dinge vorgelesen haben. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.